Ja, moin, Axel vom UCC Hamburg hier wieder. Ich hatte ja schon mal in dem Video Angriff von mehreren Leuten oder UCC mehrere Angriffe, hieß das. Genau, mal ein paar Konzepte gezeigt. Hier sind nochmal ein paar neue. Also, wie ich da damals schon gesagt hatte, wenn du zwei Leute vor dir hast, ne, dann, genau, du hast schon diese Situation, dann ist sowieso schon scheiße, weil bloß nicht in die Mitte gehen, wenn die jetzt von beiden Seiten kommen, dann bist du natürlich am Arsch. Hier muss man immer zusehen, dass man Barrieren schafft. Das heißt, ich versuche hier den dazwischen zu bringen. Cooler natürlich, wenn man sowas wie UCC-Techniken kann. Komm mal ein Stück weiter nach vorne, sieht man das, oder? Das ist ein bisschen so. Genau, zum Beispiel die Innen-Außen-Block-Geschichten. Also ruhig, Ja. so genau, dass man das auch noch sieht. Wenn du also zwei Leute hast, nimm noch mal die Arme runter. Wir haben so eine Situation, in der wo er die Arme hochnimmt oder dann hau ihn hier in die Eier, hau ihn die Hand auf den Kopf. Schon habe ich ihn schön dazwischen. Ja? Was habe ich gemacht? Innenblock, Außenblock, schön einen in die Klöten und ne, den Hammer auf den Kopf und der ist schon mal so gut wie ausgeschaltet. Und dann kann ich mich schön um den anderen kümmern. Das ist eine ganz geile Sache, wenn man sowas einigermaßen kann. Ja, also übt die Schritte rum um die Leute und gleichzeitig eben das Arbeiten. Das ist jetzt nur ein Konzept, was ich da auch immer mache. Wichtig eben, na, guck mal, wenn jetzt beide gleichzeitig kommen, dass ich den hier dazwischen habe. Hier, der kriegt einen von heiß. Der ist dazwischen und dann kann ich mich halt um den anderen kümmern. Nach Krav Maga hier. Und dann weglaufen. Ja, also, wie gesagt, immer schön. Das kann man ganz einfach üben, wenn Leute schon auf einen zukommen, dass man einfach erstmal nur das übt. So, wenn die kommen, dass man hier so, genau so eine Geschichte übt. Das mal so als Idee. Bisschen blöder ist die Situation, wenn das passiert. Wenn man Situationen hat, wo wirklich Leute von hinten kommen. Also ich habe das schon diverse Male gehabt, habe von hinten eine Kelle gekriegt. Und dann ist es natürlich nicht gut, wenn der mir jetzt von hinten eine reinhaut. Boom, und ich kümmere mich erstmal um den. Inzwischen haut der mich hier weg. Dann ist man echt ziemlich schnell am Arsch. Also in dem Moment, wo du hinten irgendwas spürst, boom, ne, mache ich im Grunde genommen das Gleiche. So, ich nehme ihn hier dazwischen. Seht ihr, was ich hier habe? Ich habe ihn hier kontrolliert und hier die Finger in den Augen. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten. Da ist erstmal wieder die Barriere. Ich kann ihn hier die Halsschlagader abknipsen. Ja, ich kann ihn die Augen wegdrücken. Ich gebe ihm auf alle Fälle schon mal ein bisschen das Gefühl von Schmerzen. Und dann sage ich zu dem: So, willst du das wirklich auch, was mit dem hier gerade passiert? Du bist dann wirklich der Nächste, ne? Da ist es nämlich eine ganze Menge, was ganz schön wehtun könnte. Und ansonsten, wie gesagt, schubst ihn dagegen und Krav Maga und weglaufen. Ne? Das ist natürlich nur ein Witz, weil das ist Bullshit. Also das mal als Idee, ne, könnt ihr eben auch üben in dem Moment, wo, wenn wir hier wieder sind, eine halt von hinten schubst, dass ihr einfach nur mal seht, dass sie hier wegkommt und eine Barriere dazwischen schafft. Ja, das ist schon mal eine ganz gute Sache, um das einigermaßen hinzukriegen. Was ihr dann im Endeffekt mit dem macht, kann natürlich auch auf ganz grob boom, hier versuchen reinzuhauen, und das kann er eben auch. Deswegen arbeite ich immer gern mit Winkeln und immer gern mit Konzepten, die alles, guck mal, hau mal auch in dem Moment, ne, dass ich hier eben auch wirklich wegkomme und die ganze Sache hier nehme, eben nicht direkt straight rein, sondern die Arme hier rüber und hier meinen Job weitermache. Jo, auch das sind UCC-Konzepte. Ich danke euch. Us, us, us.